Moin moin, liebe Fotofreunde, willkommen zu einem weiteren neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Nonbytes. Auch heute wieder einmal in Lumia Neo, immer noch in der Vorabversion, die mir vorliegt. Es gab noch kein Update diesbezüglich, leider. Ich bin auf Updates gespannt, was die Software angeht, denn einiges an Feinschliff wird hier noch benötigt. Und ja, das Foto, das ich heute bearbeiten möchte, habe ich bereits einmal geöffnet im Bearbeiten-Modul. Und das erste, was ich heute machen werde, ist, wir werden das Ganze zuschneiden. Ich habe vorab schon mal einige Tests durchgeführt, was das Zuschneiden angeht, und hatte ursprünglich den Plan, das ganze Foto entweder auf 16:9 oder auf 16:10 zuzuschneiden, habe dann aber im Verlaufe des Zuschneidens gemerkt, ja, die Idee ist ja ganz schön, aber das klappt nicht so, wie man es sich vorstellt. Also gehen wir jetzt einfach in den freien Zuschnitt. Hier oben seht ihr, ist ein Luftbereich, ein Leerbereich. Der ist ein bisschen groß und deswegen ziehe ich hier einfach den Zuschnittbereich etwas weiter nach unten und dann können wir das Ganze auch schon zuklappen und dann wird es angewendet. Und jetzt haben wir das Ganze dann zugeschnitten. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Rohentwicklung und ich stelle das Ganze hier erstmal auf Kamera neutral ein, denn ich hätte hier gerne das Profil meiner Kamera, die ich verwendet habe dafür, was die Farben und einfach das Kameraprofil angeht. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir hier anpassen bzw. bearbeiten. Die Belichtung können wir kurz mal etwas nach oben heben und gucken. Ja, setzen wir das mal eben zurück. Also ich würde jetzt doch erstmal das Entwickeln in Ruhe lassen. Erstmal schauen, was kriegen wir denn raus, wenn wir jetzt als ersten Schritt den Enhancer, die Hervorhebung, nehmen. Was kriegen wir daraus, wenn wir das Ganze auf 50% einstellen? Okay, ja, das ist gut, das wird aufgehellt. Das ist schon mal gut. Können wir das schon mal zuklappen? Jetzt können wir in die Entwicklung gehen. Jetzt ist nämlich der RAW-Zusatz hier entfernt worden. Da das Ganze jetzt kein RAW-Material mehr ist, sondern ein JPEG, würde ich jetzt mal sagen. Den intelligenten Kontrast können wir jetzt doch mal mit reinziehen. So, ungefähr auf 25% einstellen. Damit haben wir jetzt den Hintergrund wieder ein bisschen abgedunkelt. So, Schatten. Können wir mal gucken. Ja, okay, nach oben ziehen wäre jetzt hier der falsche Weg. Also ziehen wir die Schatten auf minus 33 nach unten. Das sieht doch schon mal gut aus. Die Lichter brauchen wir jetzt gar nicht. Schwarz bzw. Weißtöne können wir mal kurz gucken. Die Weißtöne können wir gerne noch ein bisschen verstärken. Ungefähr auf 50%. Und die Schwarztöne ziehen wir hier nochmal ein bisschen weiter nach unten, damit der Hintergrund noch ein bisschen abgedunkelt wird. Da hebt sich jetzt eventuell der Enhancer auch wieder so ein bisschen mit
auf, aber es ist gar kein Problem. So, Farben, da können wir mal gucken. Würde ich das Ganze. Ja, wobei auf. Ja, ins Warme ziehen. Ja, das sieht nicht gut aus. Wir können es mal gucken, dass wir es etwas ins Kalt ziehen mit minus 5. Färbung. Ja. Können ja mal gucken, ob wir hier. Was jetzt passiert, wenn wir die Dynamik in den warmen Bereich ziehen? Und einmal in den kalten Bereich. Machen wir es mal extrem. Okay. Dann kriegen wir im Prinzip ein Schwarz-Weiß. Fast. Hier sind jetzt so ein paar farbige Stellen. Ja. Ja, die Dynamik können wir mal ruhig mit 50 erstmal drin lassen. Ich probiere sowieso erstmal rum. Färbung. Da können wir so ein bisschen ins Magenta gehen. Die Sättigung nehmen wir ein bisschen raus. Dann haben wir die Farben nämlich auch schon mal fertig. Ja, doch. Das sieht doch schon gut aus. Schärfe. Naja, gut, die vier Sachen brauchen wir jetzt gar nicht. Können wir die Entwicklung auch schließen? Radieren. Machen wir mal unser bisher gut bewährtes Staubflecken entfernen. Auch wenn ich bei meinen Fotos kaum welche sehe. Aber. Er hat, das ist vielleicht sogar falsch erkannt, er hat das Ganze wieder aufgehellt. Er hat den Hintergrund wieder aufgehellt. Also hat er es wahrscheinlich falsch erkannt. Dann setzen wir das Ganze mal wieder zurück. Denn es hat ja sonst keinen Sinn, wenn er es dann falsch erkannt hat. Das ist ja dann, das ist ja dann ziemlich doof. Wahrscheinlich hat er bei dem leichten Bouquet-Effekt hinten gedacht, das wären vielleicht Staubflecken, aber es ist ja nicht so. Struktur. Na, können wir in die kleinen Details gehen und die mal mit 20% nach oben setzen. Die mittleren Details mit 10 und die großen mit lediglich 5. Mal gucken, was sich da getan hat. Okay, so viel hat sich da jetzt nicht getan. Würde ich mal sagen, oder? Wir gehen mal kurz auf 100%. Na, da hat sich ein bisschen was getan, so viel aber nicht. Können mal schärfen mit 20%. Hier oben, das ist ein bisschen ausgebrannt. Da gehen wir noch mal hier in die Edits, in die Entwicklung. In den Enhancer. Ich würde gerne gucken, ab welchem Zeitpunkt ist das hier oben ausgebrannt. Bei der zweiten Entwicklung. Dann gehen wir jetzt hier nochmal hin und nehmen hier ein kleines bisschen die Lichter raus.
So, jetzt haben wir ja wieder. Genau, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er wieder umgesprungen. Ja, da oben werden jetzt Details gehen verloren. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Ja, man sieht es leider auch nicht, wann er arbeitet. Das ist ein Punkt, den haben auch einige andere Leute kritisiert. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Bam, 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 bam. Wir nehmen jetzt die zweite Entwicklung nochmal komplett zurück und schmeißen die raus. Das geht nämlich. Gehen zurück in die Werkzeuge. Ist jetzt gerade nicht so einfach. Jetzt muss man wieder kurz dem seine Gedenkminute geben. Er braucht jetzt gerade ziemlich lange. Nachteil im Moment ist halt wirklich momentan, dass man nicht erkennt, man hat keinen Indiz, wann er arbeitet. Das ist wirklich noch ein großer Nachteil momentan in dieser Version. Gucke jetzt noch mal, dass ich hier die Weißbereiche etwas nach oben ziehe. Ich versuche jetzt die Entwicklung hier noch mal neu. 42% Schwarzbereich, Schatten. Gucke, dass ich hier die Lichter etwas rausnehme, den Kontrast noch etwas nach oben. Da kommen die Belichtung allgemein auf ungefähr 0,9. Dann ist jetzt hier dieses Ausgebrannte nicht zu heftig. Erstes Mal hier die Farbgebung auch nochmal neu machen. Ich lasse es jetzt einfach alles mal so drin, damit ihr seht, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Das ist ja auch ab und zu mal wichtig, dass man das zeigt. Ich finde die Entwicklung dieses Bildes jetzt gerade ziemlich schwer. Ist nicht so einfach wie bisher bei anderen Bildern. Die Performance bricht auch gerade etwas ein, wie ihr gerade vielleicht gesehen habt. Gerade ist das hier so ein bisschen eingebrochen. Ja, jetzt bricht hier so ein bisschen gerade die Performance-Struktur zusammen. Irgendwie hat er gerade zu kämpfen hier. Ich gucke jetzt nochmal hier im Bereich der Kurven. Ich werde jetzt hier mal kurz gucken, dass wir so eine leicht S-Kurve machen. Ja, kurz mal gucken. Ob wir das hier mit einer Kurve besser hinkriegen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Gut, da oben, es ist wieder ausgebrannt. Das stört mich halt sehr stark im Moment. Gucken nochmal, ob wir es minimieren können. Ich gehe jetzt mal sehr stark runter, um zu gucken, was passiert.
Herz verlieren wir Details im Auge. Ja, komm schon. Ist gerade Millimeterarbeit. Aber gut. Wenn eine Bearbeitung einfach wäre, macht es ja auch nicht immer Spaß. So, jetzt hat er sich wieder ein bisschen gefangen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn bis jetzt alles gemacht? Haben die Rohrentwicklung, wir haben den Enhancer angewendet, wir haben radiert. Wobei das Radieren können wir rausschmeißen. Details angewendet, sowie eine Weiterentwicklung angewendet. Also den Ansatz, dass man in die Edits gehen kann und dass man beispielsweise, jetzt in meinem Fall, zweimal eine Entwicklung durchführen kann, finde ich schon mal ganz gut. Und so sieht das doch schon ganz gut aus, finde ich jetzt persönlich. Ich habe einige Bilder hier in meinem Katalog, die sind leider etwas unscharf geraten, als ich die gemacht habe. Aber gut, trotzdem versuche ich aus diesen Bildern etwas rauszuholen, etwas zu machen. Strukturen, ja, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Haben wir die Details schon gemacht? Ja, haben wir schon. Okay. Können wir vielleicht nochmal herkommen, die Strukturen, mal gucken, ob überhaupt was passiert. Ich bin mir ziemlich unsicher, ob er hier noch was nimmt. Aber Tatsache, ja, okay. Wir kriegen hier noch ein bisschen Zeichnung rein. Dann können wir die Details doch nochmal kurz mit anwenden. Aber lediglich auf 25%. Das reicht. Er geht nämlich hin und hält hier wieder den Vordergrund auf, den Hintergrund auf, so rum. Aber ich kann ja hier in die Masken gehen und können ja Gott sei Dank hier die Bereiche, die wir nicht haben wollen, einfach rausnehmen. Ja, zack. Es geht ja Gott sei Dank auch in dieser Vorabversion, dieser Beta. So, da hat er jetzt gerade leichten Fehler gemacht. Müssen wir nachher korrigieren. So, ganz, ganz grobe Auswahl hier treffen. Wunderbar. Zack, können wir die Maske wieder wegnehmen. Jetzt haben wir den Strukturbereich jetzt nur auf die Eule angewendet. Verstärken könnten wir es jetzt auch noch. Ja, so sieht es aus, wenn man es jetzt verstärken würde bei 25%. Gucken wir mal, 0, 100. Ja, wir setzen das mal runter auf 50%. Zack, so, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Struktur mit reinbekommen. Gucken, okay, im Kreativbereich Neubelichtung. Ja, können wir mal probieren, ne? Ob das jetzt das Bild noch irgendwie verbessert, wir gucken mal.
Fakten. Ja, wir müssen das mal auf 50% setzen. Gut, die Helligkeit in der Ferne sitzt hier schon auf minus 50%. Kurz mal gucken, vorher, nachher. Ja, doch, das kommt dem, was ich haben will, eigentlich schon ein bisschen näher. Nehmen wir das Ganze mal so. Wir gucken jetzt noch mal, dass wir hier mit der Tiefe ein bisschen spielen. Ja, komm, wir setzen es mal auf 50% zurück. Erweiterte Einstellungen. Ich drehe mal die Halo-Entfernung hier ein bisschen nach oben. Farbtemperatur können wir nochmal anpassen, nah und fern. Ja. Okay, ja, das bringt hier aber leider gar nichts. Also können wir da zurücksetzen. Also Neubelichtung hat hier nochmal etwas sehr stark geholfen, finde ich. Dramatisch können wir noch mal mit einbinden. Auf 20%. Ja, das ändert minimal was, aber das passt schon gut. Helligkeit, Sättigung, ja, Performance. Probleme beim Öffnen der Werkzeuge, habt ihr gerade gesehen. Die sind auf jeden Fall noch da. Aber dramatisch passt soweit. Leuchten wäre in dem Fall falsch. Es leuchtet ja schon genug. Können leicht, ganz, ganz leicht einen Filmkorn können wir einsetzen. Auf 10 würde ich sagen. Und jetzt zoome ich mal kurz rein auf 100%. Jetzt hat er das scharf gestellt. Jetzt gehen wir mal hier in die Größe und in die Rundheit. Ich stelle die Größe nochmal etwas Maximum, die Rundheit nehmen wir auch mal auf Maximum. Ich sehe jetzt keine Veränderung. Gut. Ich würde jetzt die Körnungsgröße hier auf 50% setzen. Wobei, ja, komm. Ja, erstmal bei 50% gehen wir hier mit der Menge doch nochmal runter auf 5%. Ja, das sieht doch besser aus. Und setze hier nochmal eine Vignette. So, wir gucken. Ah, da hat er jetzt auch etwas spät reagiert. Ja, er bricht hier immer wieder ein bei der Performance jetzt gerade. Ist gerade wohl doch nicht so einfach für Lumina Neo hier zu arbeiten. So, ich ziehe die Vignette mal etwas weiter nach unten. Ja, er braucht gerade seine Gedenkminute. Das erste Mal, dass er so Probleme hat im Moment. Das kenne ich bisher nur aus Lumina AI, wenn es um die Masken geht. Ah, er setzt jetzt irgendwie das, was ich will, setzt er gerade nicht um. Okay, also das einfach nehmen und nach unten ziehen geht wohl leider noch nicht.
Aber das ist ja kein Problem. Ja, wir müssen noch ein Stückchen weiter dahin. Hier oben ist er echt ein bisschen knapp, was die Vignette angeht. Da müssen wir nochmal hier an der Größe etwas schrauben. Ein bisschen größeren Umfang schaffen. Hier unten die Ecke gefällt mir auch noch nicht so. Meistens reicht ja die Vignette, die standardmäßig vom Programm vorgegeben wird. Ganz, ganz selten muss ich die Vignette nachjustieren. Ist aber auch kein Problem. Wir setzen jetzt erstmal die weiche Kante wieder rein. Stellen die Farbmenge, die Deckkraft hier noch entsprechend ein. Auf ungefähr minus 30%. Das würde ich gerne mal sehen, vorher, nachher. Jetzt kann ich gerade keine Veränderung sehen. Interessant. Ja, doch, ganz, 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 ganz leicht ist eine Veränderung wahrzunehmen, aber okay, vielleicht müssen wir doch ein bisschen mehr reinhämmern. Jetzt ist eine deutliche Veränderung zu sehen. Na gut. Spielen wir noch mal ein bisschen mit der Größe. Ja, so, die Menge. Ja, komm, das lassen wir es so. Ich gehe jetzt nochmal hin und nehme die weiche Kante etwas raus. Hat aber auch keine Auswirkung im Moment. Interessant, okay. Ah, okay, ja. Ja, ich habe die zu weit nach oben gesetzt, höchstwahrscheinlich, deswegen. So, jetzt, zack, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt. So. Ja, jetzt sehe ich eine Erinnerung. Aufhellung im inneren Bereich brauchen wir nicht. Dann können wir die Vignette jetzt auch schließen. Und dann bin ich jetzt am Ende der Bearbeitung angekommen. Heute hat es wieder mal ein bisschen länger gedauert. Zwischendurch leichte Performance-Abrisse. Aber gut, ist erstmal jetzt kein Problem, wenn es jetzt nicht so häufig auftritt, wenn es noch verbessert wird. Dann ist es kein Problem. Ansonsten muss ich mal gucken. Und dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Im nächsten Video wird es dann weitergehen mit On-One Photoraw. Das heißt, ihr kriegt wieder eine Bearbeitung, die in On-One Photoraw stattfindet. Und lasst euch überraschen. Bis bald.